zusammen. Ich habe ein neues Intimwaschprodukt ausprobiert. Und zwar eine Intimwaschlotion von Intima Liasan. Ja, extra sensitive. Es kommt in so einem Pumpspender, der sehr praktisch sein soll. Und ich muss sagen, ich finde ihn unpraktisch. Absolut unpraktisch. Sehr unpraktisch. Denn was mich unheimlich stört, ich muss, weil so wenig rauskommt, zweimal, dreimal pumpen, bis ich da genügend überhaupt mal auf dem Händchen habe. Außerdem ist die Flaschengröße für mit einer Hand pumpen etwas sehr doof. Etwas sehr, sehr doof. Mir gefällt also die Verpackung nicht. So viel schon mal dazu. Das Produkt selber ist vollkommen in Ordnung, geruchslos, keine Probleme, alles in Ordnung, nichts zu meckern, kann man empfehlen. Überhaupt kein Problem, keine irgendwelchen allergischen Reaktionen oder Überreizungen oder sonst was. Nichts, alles okay, wäscht gut, alles fein, nur die Verpackung scheiße. Ja, ja, gut. Okay, Pumpspender ist nicht immer vorteilhaft. Ja, würde mich interessieren, habt ihr es mal ausprobiert? Wie findet ihr vor allen Dingen diesen Pumpspender? Ich weiß nicht, ich habe nicht so große Hände, das ist doch eher, es ist für mich ein bisschen schwierig und vor allen Dingen in der Dusche mit nassen Händen, dann ist es ein bisschen... nicht so das Wahre. Ja, schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr diese Pumpspenderverpackung findet und ob ihr mit solchen Pumpdingern da auch irgendwie immer Probleme habt. Wie gesagt, Verpackung nicht mein Fall, Produkt ansonsten gut. Ja, so viel von dem Intimwaschlotion. Das war jetzt mal ein kurzes, knackiges Video, kurzer Aufreger über die Verpackung und ansonsten top. So viel von mir, so viel von dem Produkt und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!